Ich danke euch, mein Prinz. Marquis von Posa? Recht. Das ist der kühne Malteser, Ihre Majestät, von dem der Ruf... Bringt ihn ins Kabinett zu mir. Was gibt es noch? Ich bin zu Ende. Der Herr ist heute sehr gnädig. Sagen Sie, er ist ein Gott? Er ist es mir gewesen. Wie sehr verdienen Sie Ihr Glück? Ich nehme den wärmsten Anteil, Admiral. Auch ich. Ich wahrlich auch. Der König war gegen Sie nicht gnädig, nur gerecht. Wie reich sind Sie auf einmal durch zwei Worte? Marquis. Kann nicht sein. Sie irren sich im Namen. Was will er denn von mir? Er will Sie kennenlernen. Der bloßen Neugier wegen? Oder ein Schaden um den verlorenen Augenblick? Das Leben ist so erstaunlich schnell dahin. Nützen Sie so gut Sie können diesen Augenblick. Machtet und meine Krone euch verdient? Warum entzieht ihr euch meinem Dank? In meinem Gedächtnis drängen sich der Menschen viele. Allwissend ist nur einer. Euch kam's zu, das Auge eures Königs zu suchen. Weswegen tatet ihr das nicht? Es sind zwei Tage hier, dass ich ins Königreich zurückgekommen bin. Ich bin nicht gesonnen, in meiner Diener Schuld zu stehen. Er bittet euch eine Gnade. Ich genieße die Gesetze. Dies Recht hat auch der Mörder. Wie viel mehr der gute Bürger. Sire, ich bin zufrieden. Tratet aus meinen Diensten, höre ich. Einem Besseren den Platz zu räumen, zog ich mich zurück. Es tut mir leid. Wenn solche Köpfe feiern, wie viel Verlust für meinen Staat. Vielleicht befürchtet ihr, die Sphäre zu verfehlen, die eures Geistes würdig ist. Oh nein. Ich bin gewiss, dass der erfahrene Kenner in Menschenseelen geübt, beim ersten Blicke wird gelesen haben, was ich ihm taugen kann, was nicht, doch... Ihr bedenket euch? Ich muss gestehen, es hier sogleich nicht vorbereitet, was ich als Bürger dieser Welt gedacht, in Worte ihres Untertans zu kleiden. Ja. Ich kann nicht Fürstendiener sein. Sire, wenn Sie mich anzustellen würdigen, so wollen Sie nur die vorgewogene Tat. Sie wollen nur meinen Arm und meinen Mut im Felde, nur meinen Kopf im Rat. Nicht meine Taten
Der Beifall, den Sie finden an dem Thron, soll meiner Taten Endzweck sein. Mir aber hat die Tugend eigenen Wert. Ich liebe die Menschheit. Und in Monarchien darf ich niemand lieben als mich selbst. Dies Feuer ist lobenswert. Ihr möchtet Gutes stiften. Suchet euch den Posten aus in meinem Königreichen, der euch berechtigt, diesem edlen Triebe genug zu tun. Ich finde keinen. Wie? Was der Krone frommen kann, ist das auch mir genug? Weiß ich den Menschen glücklich, ehe er denken darf? Mich wählen sie nicht, hier Glückseligkeit, die sie uns prägen, auszustreuen. Ich kann nicht Fürstendiener sein. Ihr seid ein Protestant. Ihr Glaube hier ist auch der meinige. Ich werde missverstanden, das war es, was ich fürchtete. Ich bin gefährlich, weil ich über mich gedacht. Ich bin es nicht, mein König. Meine Wünsche verwesen hier. Die lächerliche Wut der Neuerung, die nur der Kettenlast, die sie nicht ganz zerbrechen kann, vergrößert, wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert ist meinem Ideal nicht reif. Ich lebe ein Bürger derer, welche kommen werden. Bin ich der Erste, der euch von dieser Seite kennt? Von dieser, ja. Neu zum wenigsten ist dieser Ton. Die Schmeichelei erschöpft sich. Warum nicht auch einmal die Probe von dem Gegenteil? Das Überraschende macht Glück. Ich höre es hier, wie klein, wie niedrig Sie von Menschenwürde denken. Selbst in des freien Mannes Sprache nur den Kunstgriff eines Schmeichlers sehen. Und ich weiß, wer Sie dazu berechtigt. Die Menschen zwangen Sie dazu. Die haben freiwillig Ihres Adels sich begeben, freiwillig sich auf diese niedere Stufe herabgestellt. Wie könnten Sie in dieser traurigen Verstümmelung Menschen ehren? Aber schade, da Sie den Menschen aus des Schöpfers Hand in Ihrer Hände Werk verwandelten, und dieser neu gegossenen Kreatur zum Gott sich gaben, da versahen sie es in etwas nur. Sie blieben selbst noch Mensch. Mensch aus des Schöpfers Hand. Sie fuhren fort, als Sterblicher zu leiden, zu begehren. Sie brauchen Mitgefühl, und einem Gott kann man nur opfern, zittern, zu ihm beten. Dafür sind sie auch einzig. Um diesen Preis sind sie ein Gott. Und schrecklich, wenn es nicht wäre. Wenn für diesen Preis, für das zertretene Glück von Millionen, Sie nichts gewonnen hätten. Wenn die Freiheit, die Sie vernichteten... Ich bitte mich zu entlassen, Sie, mein Gegenstand reißt mich dahin. Mein Herz ist voll. Der Reiz zu mächtig, vor dem Einzigen zu stehen, dem ich es öffnen möchte. Vollendet? Ihr hattet mir noch mehr zu sagen? Sire, jüngst kam ich an von Flandern und Brabant. So viele reiche, blühende Provinzen, ein kräftiges, ein großes Volk und auch ein gutes Volk. Und Vater dieses Volkes, das dachte ich, das muss göttlich sein. Da stieß ich auf verbrannte menschliche Gebeine. Sie haben recht, Sie müssen. Dass Sie können, was Sie zu müssen, eingesehen, hat mich mit schauernder Bewunderung durchdrungen. Oh, schade, dass in seinem Blut gewälzt das Opfer wenig dazu taugt, dem Geist des Opfers ein Loblied anzustimmen. Seht in meinem Spanien euch um. Hier blüht das Bürgersglück in nie bewölktem Frieden. Und diese Ruhe gönne ich den Flamändern. Die Ruhe eines Kirchhofs. Schon flohen Tausende aus ihren Ländern, arm, doch froh. Der Bürger, den sie verloren für den Glauben, war ihr edelster. Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit und säen Tod? Ein so erzwungenes Werk wird seines Schöpfers Geist nicht überdauern. Dem Undank haben sie gebaut. Umsonst den harten Kampf mit der Natur gerungen, umsonst ein großes königliches Leben zerstörenden Entwürfen hingeopfert. Und es schmerzt mich, denn sie waren gut. Wer hat euch dessen so gewiss gemacht? Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder. Lassen Sie großmütig, wie der Starke,
Menschenglück aus ihrem Füllhorn strömen, Geister reifen in ihrem Weltgebäude. Der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gehalten. Geben Sie, was Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie von Millionen Königen ein König. Geben Sie die unnatürliche Vergötterung auf, die uns vernichtet. Niemals, niemals besaß ein Sterblicher so viel, so Göttliches zu gebrauchen. Ein Federzug von dieser Hand und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. Auf Freiheit ist Natur gegründet und wie reich ist sie durch Freiheit. Stellen Sie der Menschheit verlorenen Adel wieder her. Der Bürger sei wiederum, was er zuvor gewesen, der Krone Zweck. Wenn nun der Mensch, sich selbst zurückgegeben, zu seines Werts Gefühl erwacht, dann, Sire, wenn Sie zum glücklichsten der Welt Ihr eigenes Königreich gemacht, dann ist es Ihre Pflicht, die Welt zu unterwerfen. Sonderbare Schwärmer. Ich ließ euch bis zu Ende reden. Anders begreife ich wohl als sonst in Menschenköpfen malt sich in diesem Kopf die Welt. Ich bin der Erste, dem ihr euer Innerstes enthüllt. Ich glaube es, weil ich es weiß. Solche Meinungen mit solchem Feuer doch umfasst, verschwiegen zu haben bis auf diesen Tag, um dieser bescheidenen Klugheit willen, junger Mann, will ich vergessen, dass ich sie erfahren und wie ich sie erfahren. Ich will es, weil ich es will. Aber flieht meine Inquisition. Es sollte mir leid tun. Wirklich? Sollte es das? Nicht alle Glückseligkeit soll unter mir verdorren. Ihr selbst, ihr solltet unter meinen Augen fortfahren dürfen, Mensch zu sein. Oh, nicht um mich bei mir zu tun. Nicht meine Sache wollte ich führen. Und Ihre Untertanen hier in Ihrem Flandern sind tausend bessere als ich. Nichts mehr von diesem Inhalt, junger Mann. Ich weiß, ihr werdet anders denken. Kennet ihr den Menschen erst, wie ich. Doch hätte ich euch nicht gern zum letzten Mal gesehen. Wie fange ich es an, euch zu verbinden? Lassen Sie mich, wie ich bin. Was wäre ich Ihnen, Sire, wenn Sie auch mich bestechen? Ihr seid von heute an in meinen Diensten. Keine Einwendung. Ich will es haben. Marquis! Ihr habt auf meinem Thron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Haus? Ich verstehe euch. Wäre ich auch von allen Vätern der Unglücklichste? Kann ich nicht glücklich sein als Gatte? Wenn ein hoffnungsvoller Sohn, wenn der Besitz der liebenswürdigsten Gemahlin einem Sterblichen ein Recht zu diesem Namen geben, Sire, so sind Sie der Glücklichste durch beides. Nein, ich bin es nicht. Und dass ich es nicht bin, habe ich tiefer nie gefühlt als eben jetzt. Der Prinz denkt edel und gut, ich habe ihn anders nie gefunden. Ich aber habe es, was er mir genommen hat. Ich kann keine Krone mehr ersetzen. Eine so tugendhafte Königin. Wer kann es wagen, Sire? Die Welt. Die Lästerung. Ich selbst. Hier liegen Zeugnisse, die ganz unwidersprechlich sie verdammen. Andere sind noch vorhanden, die das Schrecklichste mich fürchten lassen. Aber, Marquis, schwer, schwer fällt es mir, an eines nur zu glauben. Mein Weib ist mehr wert als Sie alle. Ihr kennt den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir schon längst gemangelt. Darum habe ich euch gewählt. Mich, Sire? Ihr standet vor eurem Herrn und habt nichts für euch selbst erbeten. Nichts. Es ist mir neu.
Ihr werdet gerecht sein. Leidenschaft wird euren Blick nicht irren. Dränget euch zu meinem Sohn. Erforscht das Herz der Königin. Ich will euch Vollmacht senden, sie geheim zu sprechen. Und jetzt verlasst mich. Kann ich es mit einer erfüllten Hoffnung? Dann ist dieser Tag der schönste meines Lebens. Er war kein Verlorener in dem meinigen. Der Ritter wird künftig unangemeldet vorgelassen. Der Schlüssel fand sich also nicht. So wird man die Schatulle mir erbrechen müssen. Was haben Sie? Nichts. Gar nichts, meine Königin. Der Marquis von Posa, Ihre Majestät. Er kommt von seiner Majestät, dem König. Ich erwarte ihn. Was ist meines Herrn Befehl? Mein Auftrag lautet an Ihre königliche Majestät allein. Wie? Darf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abgeschickt vom König. Dünkt es Ihre Majestät so sonderbar? Nun, so ist die Welt aus Ihrer Bahn gewichen. Sie und er. Ich muss gestehen. Gesetzt, ich hätte mich bekehren lassen endlich. Wäre es müde, an Philipps Hof den Sonderling zu spielen? Wer sich den Menschen nützlich machen will, muss doch zuerst sich ihnen gleichzustellen suchen. Er ist von Eitelkeit so frei, um nicht für seinen Glauben gern zu werben. Gesetzt, ich ginge damit um, den meinen auf einen Thron zu setzen. Nein, nein, Marquis. Sie sind der Träumer nicht, der etwas unternehme, was nicht geendigt werden kann. Das eben wäre noch die Frage, denke ich. Der Monarch lässt Ihre Majestät ersuchen, dem Ambassadeur von Frankreich kein Gehör für heute zu bewilligen. Und das ist alles, Marquis? Alles ungefähr, was mich berechtigt, hier zu sein. Doch war es das nicht, was mich hergeführt. Prinz Carlos. Wie vermissen Sie ihn? Ich bringe wenig Worte, aber hier ist er selbst. Er muss mich sprechen, sagt er. Das sage ich auch. Wird es ihn glücklich machen, wenn er mit seinen Augen sieht, dass ich es auch nicht bin? Nein. Aber tätiger soll es ihn machen und entschlossener. Wie? Der Herzog Alba ist ernannt nach Flandern. Ernannt, so höre ich. Flandern darf nicht aufgeopfert werden. Wissen Sie es zu verhindern? Ja, vielleicht. Das Mittel ist fast so schlimm als die Gefahr, doch ich weiß von keinem anderen. Der Name, freilich, den es führen wird, klingt etwas rau. Rebellion. Carlos soll nach Brüssel heimlich sich begeben, wo mit offenen Armen die Flamänder ihn erwarten. Alle Niederlande stehen auf seine Losung auf. Die gute Sache wird stark durch einen Königssohn. Die Idee ist kühn. Und eben darum, glaube ich, gefällt sie mir. Ich will sie reifen lassen, weiß sie der Prinz. Er sollte, war mein Plan, aus ihrem Mund zum ersten Mal sie hören. Unstreitig, die Idee ist groß. Wenn anders des Prinzen Jugend. Schadet nichts. Er findet dort einen Egmont und Oranien. Nein, die Idee ist groß und schön. Der Prinz muss handeln. Lebhaft fühle ich das. Die Rolle, die man hier in Madrid ihn spielen sieht, drückt mich an seiner Stadt zu Boden. Frankreich verspreche ich ihm. Savoyen auch. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Marquis. Er muss handeln. So darf ich zu der Zusammenkunft ihm Hoffnung geben?
Ich will mir's überlegen. Carlos dringt auf Antwort, Ihre Majestät. Ich habe ihm zugesagt, nicht leer zurückzukehren. Wie sollte es mich freuen, Marquis, wenn der Freiheit endlich noch diese Zuflucht in Europa bliebe? Wenn sie durch ihn es bliebe. Rechnen Sie auf meinen Anteil. Ich wusste es, ich musste hier verstanden werden. Werde ich Sie wiedersehen? So oft Sie befehlen. So oft? So oft ich es befehle? Marquis, wie muss ich diese Freiheit mir erklären? So arglos, als Sie immer können. Wir genießen sie, das ist genug. Das ist für meine Königin genug. Was haben Sie mir zu entdecken? Eure Hoheit hatten an diesem Hofe einen Freund, Marquis Posa. Nun? Den Marquis habe ich zwar als Mann von Ehre stets gekannt. Dann haben Sie ihn sehr gut gekannt. Wenn etwa mehr als jemand wissen darf von eurer Hoheit ihm bewusst sein sollte, wie ich beinahe fürchte. Wie Sie fürchten? Er war beim König. So. In sehr heimlichem Gespräch. Ihren Namen, Prinz, hörte ich zu öfteren Malen. Auch ward heute Morgen im Kabinett seiner Majestät der Königin sehr rätselhaft erwähnt. Graf Lerma. Als der Marquis weggegangen, empfing ich den Befehl, ihn künftighin unangemeldet vorzulassen. Das ist wirklich viel. Ganz ohne Beispiel, Prinz. Viel. Wahrlich viel. Und wie sagten Sie, wie ward der Königin erwähnt? Du wirst sie sprechen. Du warst bei meinem Vater? Er ließ mich rufen, ja. Nun, was will der König? Der nicht viel, Neugierde zu wissen, wer ich bin, was weiß ich. Er bot mir Dienste an. Die du doch abgelehnt. Versteht sie. Und, wie kamt ihr auseinander? Ziemlich gut. Von mir war also wohl die Rede nicht. Von dir doch, ja, im Allgemeinen. Ich bin gekommen, mir auszubitten, was du etwa an Kleinigkeiten, die in keines dritten Hände fallen dürfen, an Briefen oder abgerissenen Konzepten bei dir führst. Kurz, deine ganze Brieftasche. Wozu aber? Nur auf alle Fälle. Wer kann für Überraschung stehen? Bei mir sucht sie doch niemand. Gib. Es ist Behutsamkeit vor der Gefahr. Verwahr sie gut. Das werde ich. Ich gab dir viel. Noch immer nicht so viel, als ich von dir schon habe. Leb wohl. Gib mir die Briefe noch einmal. Einer von ihr ist auch darunter, den sie damals, als ich so tödlich krank, nach Alcala mir geschrieben. Lass mir den Brief. Nur den. Carlos, ich tue es ungern, just um diesen Brief vermisst zu tun. Leb wohl. Rodrigo! Da hast du ihn. Das kann mein Vater nicht. Nicht wahr, Rodrigo? Das kann er doch nicht.
Ihre Majestät, die Königin, bitten um gnädigstes Gehör. Jetzt? Nein, jetzt kann ich zu Ihnen sprechen. Mein Herr und mein Gemahl, ich bin gezwungen, vor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu suchen. Gerechtigkeit? Meine Schatulle ist erbrochen und Sachen von großem Wert für mich daraus verschwunden. Es waren Briefe und ein Medaillon von dem Infanten. Wahrlich, Sire, dies Mittel seiner Gattin Herz zu prüfen. Dünkt mir sehr königlich und edel. Wenn also dieser Diebstahl Ihr Befehl gewesen? Ja. Dann habe ich niemand anzuklagen. Und niemand weiter zu bedauern als Sie, dem die Gemahlin nicht geworden, bei welcher solche Mittel sich verlohnen. Ich denke, Sie erinnern sich der Briefe, die mit Bewilligung von beiden Kronen Don Carlos mir nach Saint-Germain geschrieben. Ob auch das Bild, womit er sie begleitet, in diese Freiheit einbedungen worden, ob seine rasche Hoffnung eigenmächtig sich diesen kühnen Schritt erlaubt, das will ich zu entscheiden, mich nicht unterfangen. Wenn's Übereilung war, so war es die verzeihlichste. Da bin ich für ihn Bürge. Denn damals fiel ihm wohl nicht bei, dass es für seine Mutter wäre. Die Sprache kenne ich. Doch, Madame, zum zweiten Male soll sie mich nicht täuschen. Wie in Aranjuez sie mich getäuscht. Ist's wahr, noch wahr, dass sie mit niemand dort gesprochen? Mit niemand? Ist das wirklich wahr? Mit dem Infanten habe ich gesprochen. Ja. Ja. Nun, so ist's am Tage. Es ist offenbar so wenig Schonung meiner Ehre. Ehre, Sire? Warum verleugneten Sie mir? Weil ich es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart von Höflingen auf delinquenten Weise verhören mich zu lassen. Ich gestattete dem Prinzen die Zusammenkunft, um die er dringend bat. Ich tat es, mein Gemahl, weil ich es wollte. Weil ich den Brauch nicht über Dinge will zum Richter setzen, die ich für tadellos erkannt. Und Ihnen verbarg ich es, weil ich nicht willens war, mit Eurer Majestät um diese Freiheit vor meinem Hofgesinde mich zu streiten. Sie sprechen kühn, Madame. Und auch darum setze ich hinzu, weil der Infant doch schwerlich der Billigkeit, die er verdient, sich zu erfreuen hat in seines Vaters Herzen. Die er verdient? Denn warum soll ich es verbergen, Sire? Ich schätze ihn sehr und lieb ihn als meinen teuersten Verwandten. Ich habe noch nicht recht einsehen lernen, dass er mir gerade darum fremder sollte sein als jeder andere, weil er ehedem vor jedem anderen teuer mir gewesen. Wenn Ihre Staatsmaxime Bande knüpft, wie sie für Gutes findet, soll es ihr doch etwas schwerer werden, sie zu lösen. Elisabeth! Ich will nicht hassen, wen ich soll. Und weil man endlich doch zu reden mich gezwungen, ich will es nicht, will meine Wahl nicht länger gebunden sehen. Elisabeth, Sie haben in schwachen Stunden mich gesehen. Diese Erinnerung macht Sie so kühn, doch fürchten Sie desto mehr,
was bis zu Schwächen mich gebracht, kann auch zu Raserei mich führen. Was habe ich denn begangen? Wenn es ist, doch ist. Und ist es denn nicht schon? Wenn Ihre Verschuldung volles, aufgehäuftes Maß auch nur um eines Atems Schwere steigt, wenn ich der Hintergangene bin, dann wehe mir und Ihnen, Elisabeth. Was habe ich denn begangen? Dann meinetwegen fließe Blut. So weit ist es gekommen. Gott, wie sehr beklag ich Eure Majestät. Beklagen? Das Mitleid einer Buhlerin? Elisabeth! Elisabeth! Stehen Sie auf. Man kommt. Stehen Sie auf. Soll sich mein ganzer Hof an diesem Schauspiel weiden, muss ich Sie bitten, aufzustehen. Königin in Tränen? Was nimmt die Teufel Wunder, die mich verleitet haben? Wir? Die mir genug gesagt, zum Rasen mich zu bringen, zu meiner Überzeugung nichts? Wir gaben, was wir gehabt. Die Hölle dank es euch! Ich habe, was mich reut, getan! War das die Sprache eines schuldigen Gewissens? Ist der Monarch zu sprechen? Marquis! Seid mir willkommen! Euer Herzog bedarf ich jetzt nicht mehr. Verlasst uns! Siehe, dem Manne, der in 20 Schlachten dem Tod für Sie entgegenging, fällt es doch hart, sich so entfernt zu sehen. Euch ziemt es, so zu denken, so zu handeln mir. Was ihr in wenig Stunden mir gewesen, war er in einem Menschenalter nicht. Was bringt ihr mir? Wichtige Entdeckungen, die ich gemacht, verändern der Sache ganze Lage. Nun? Ich fand Gelegenheit, des Prinzen Portefeuille mit einigen Papieren wegzunehmen, die, wie ich hoffe, einiges Licht. Ein Schreiben vom Kaiser, meinem Vater, wie, von dem ich nie gehört zu haben, mich entsinne. Der Plan zu einer Festung. Gerissene Gedanken aus dem Tacitus. Und was denn hier? Die Hand soll ich doch kennen. Es ist von einer Dame. Dieser Schlüssel öffnet sich in die hinteren Zimmer im Pavillon der Königin. Was wird das? Hier darf die Liebe frei. Laut geschehen, Erhörung wartet. Schöner Lohn. Satanische Verräterei. Jetzt kenne ich sie. Es ist ihre Hand. Die Hand der Königin? Unmöglich. Der Prinzessin. Von Eboli. Marquis. Ich sehe mich in fürchterlichen Händen. Dies Weib, ich will es nur gestehen, Marquis. Dies Weib. Er brach der Königin Schatulle. Die erste Warnung kam von ihr. Wer weiß, wie viel der Mönch drum wissen mag. Ich fange an zu fürchten, dass ich meiner Gemahlin doch zu viel getan. Wenn zwischen dem Prinzen und der Königin geheime Verständnisse gewesen sind, so waren sie sicherlich von weit, weit anderem Inhalt, als dessen man sie anklagt. Ich habe gewisse Nachricht, dass des Prinzen Wunsch, nach Flandern abzureisen, in dem Kopfe der Königin entsprang. Die Königin hat Ehrgeiz. Des Prinzen rasche Jugend bot sich ihren weitblickenden Entwürfen dar. Vor ihren staatsklugen Plänen zittere ich nicht. Ob von dem Infanten nichts Schlimmeres zu fürchten, diese Frage scheint mir der Untersuchung wert. Mir, glaube ich, ist eine strengere Wachsamkeit vonnöten. Ihr haftet mir für ihn. Wenn Eure Majestät mich fähig halten, dieses Amt zu führen, so muss ich bitten,
es uneingeschränkt und ganz in meine Hand zu übergeben. Das soll geschehen. Ihr wart mein guter Engel. Wie viel Dank bin ich für diesen Wink euch schuldig? Wie verließet ihr die Königin? Noch sehr erschöpft von ihrer Ohnmacht. Noch eine Vorsicht scheint mir nötig. Der Prinz fürchtet, kann Warnungen erhalten. Er hat vielleicht Verbindungen in Gent mit den Rebellen. Darum rate ich, Vorkehrungen zu treffen. Diesem Fall durch ein geschwindes Mittel zu begegnen. Ihr habt ganz recht. Wie aber? Ein geheimer Verhaftsbefehl, den Eure Majestät in meine Hände niederlegen. Mich im Augenblicke der Gefahr sogleich desselben zu bedienen. Bliebe fürs erste Staatsgeheimnis. Das Reich ist auf dem Spiel. Außerordentliche Mittel erlaubt die dringende Gefahr.